Also ich war plötzlich festangestellter Komparse an den Kammerspielen. Wichtigste Zeit meines ganzen Lebens, aber ganz auf der Schauspielschule habe ich nicht das gelernt, was ich bei Herrn Kortner und den Schauspielern gelernt habe, die sich auch vielfach, was ich gelernt habe, ist, wie drückst du dich darum, dass ein Regisseur eine Regieanweisung gibt und du willst die nicht machen. Das habe ich sehr früh erkannt. Und dann die Hartnäckigkeit des Regisseurs, der genau wusste, er macht nicht das, was ich sage. Und wenn er das nicht macht, dann kann er es entweder nicht oder will er es nicht. Wenn er es nicht will, hat er was gegen mich. Wenn er es nicht kann, muss ich es ihm vormachen. Und dann ging dieser alte Mann, setzte sie auf, hören Sie. Dann ging er vor, ich meine, so. Ja, bitte. Und dann ging der auf die Bühne und machte, nein, hören. Dann stand der wieder auf, ich meine, und dann machte. Das ist für einen damals 19-jährigen Menschen, glaube ich, das, was man, ja, was man Praxis nennt. Wenn man da sitzt und guckt zu und fragt sich, wie würdest du das machen? Wie kriegst du diese Kortnersche Gestik in deine? Und das war ziemlich spannend. Und Kortner hatte eine Eigenschaft, das erzähle ich auch immer gern. Er liebte Anekdoten, die er selber prägte. Das war auch bekannt. An jedem Theater erzählte man sich Anekdoten von Kortner. Und ich kann für mich in Anspruch nehmen, ich habe auch eine erlebt. Ich war also als Statist. Es gab zwei Bühnen, Unterbühne, Oberbühne. Die Oberbühne war genauso bespielt wie die Unterbühne. Von Acken hieß damals der Bühnenbildner, sehr anerkannter Mann. Kortner liebte den, weil er eben diese zwei Spielflächen schaffte. Und ich stand oben und es gab immer ein neues Arrangement. Kortner sagte ein Arrangement. Jetzt machen wir Arrangement 28. Ja, Arrangement 28 hieß, also es kommt ein Soldat mit den Hetären auf der Bühne und die machen eine Art Ringelspiel und unten kommt Timon von Athen und von der Schlacht zurück und spricht mit Alkibiades oder so. Also ging ich da oben hin, machte das und plötzlich sagte er, Moment, hören Sie, ich wollte eine Dame haben. Da denke ich, mein Gott, der große Gott, spricht mit mir. Was will er? Eine Dame. Wieso? Was habe ich falsch gemacht? Hören Sie mich! Ja, ich weiß es. Bitte, was kann ich? Sind Sie eine Dame? Schauen Sie nach! Meine mit Kortner erlebte Anekdote.